Ja, bevor wir loslegen mit den Features, machen wir immer so einen kleinen Überblick über die Renderings, die uns im Jahr zugeschickt werden. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Wir könnten hier theoretisch, und das ist nicht gelogen, 2 Stunden lang durchgehend klicken, pro Sekunde einen Klick, und wir hätten jedes Mal ein wahnsinnig gutes Bild. Das können wir natürlich hier jetzt nicht machen. Das würde den Rahmen sprengen. Vielleicht können wir das Licht noch so ein bisschen dimmen, dass die Renderings besser zu sehen sind. Die Qualität wird von Jahr zu Jahr einfach immer besser. Ich meine, Cinema 4D ist über die Jahre natürlich auch viel professioneller geworden, aber das, was hier jetzt eingesendet wird, ist einfach wirklich erstaunlich, und wir haben einfach mal so ein paar Sachen ausgesucht für euch, dass ihr so einen kleinen Eindruck bekommt, wie wir jeden Tag im Büro staunen, wenn wieder was Neues im Bildomaten liegt. Ja. Das ist bei mir im Garten. Das ist mein Garten. Wenn irgendwas toll ist, ne, wenn ihr irgendwas super findet, spannend oder ihr seid begeistert oder so, ne, ihr könnt jubeln, ihr könnt, manchmal machen die Leute dann auch so, ah, ne, oder so, oh. Und wenn wir beide peinlich sind, dann macht ihr, ne, das darf natürlich nicht so oft vorkommen, dann gehen wir von der Bühne. Aber, wir hatten uns auch eigentlich darauf geeinigt, dass du das nicht mehr sagst, wenn was peinlich ist, weil dann wird auch nicht reagiert. Ne, also jederzeit. Reaktionen sind willkommen. Wir kriegen ja kein Geld. Wir brauchen einfach nur Feedback vom Publikum. Das ist unsere Bezahlung. Oh, da kommen wir zu einem richtig guten Ding. Ja. Wir haben ja eine ziemlich coole Community. Das sieht man ja hier an diesem Event, dass einfach so viele Leute da sind. Das ist echt cool. Die Community ist auch im Internet wirklich cool und hilft Leuten. Und wir hatten hier jemanden, der hat auf einen oder unter eins unserer YouTube-Videos geschrieben, dass er halt einfach ja, eine lange Pause gemacht hat von Cinema 4D, und ja, jetzt kommt er zurück, und ja, da hat jemand drauf geantwortet, sehr hilfreich. You should never have taken a break, you dick. Wir lieben unsere Community, das ist einfach der Hammer. Ja. Die stehen einfach zu uns. Hammer. Ja, so, aber jetzt legen wir los. Ja. Studio 20, wer sie schon offen hatte, weiß, dass das der Splash-Screen ist. Wir legen einfach mal los mit dem ersten Feature. Multi-Instanzen. Ja, eines meiner Lieblingsfeatures, das Lieblingsfeature von mir kommt später noch. Ihr könnt jetzt unwahrscheinlich viele Klone erzeugen. Das ist wirklich toll. Und ich habe die ganzen Sachen auf meinem Laptop getestet, da ich den auch zum Arbeiten benutze. Und das ist wirklich keine schnelle Maschine mit einer tollen Grafikkarte, es ist wirklich mobil alles, und trotzdem habe ich da Ergebnisse erzielt, wo ich echt gestaunt habe. Viel schneller, bessere Speichernutzung, so sieht das Ganze aus. Man stellt einfach den Cloner auf Multi-Instanz, ein Klick, wie ihr es von Cinema 4D gewohnt seid, und dann läuft das auch schon. Man hat verschiedene Modi, die man einstellen kann, aus, Punkte, Punkt ist natürlich sehr schnell, aus ist am schnellsten. Sieht man bloß nichts. Punkte ist sehr schnell. Matrix, klar kennt ihr, wird so ein Würfel dargestellt. Bounding Box in der Größe von den eigentlichen Klonen. Voll meint also die Klone, ne? Nicht wir. Das war ein Witz. Ja, aber der war peinlich. Ja, der kam nicht an. Ja, ich werde besser. Also im Laufe der Präsentation wird das immer besser. Dass wir dann, also die Gags verlieren dann zwar ein Niveau, werden aber lustiger. Hier habe ich einfach mal auf meinem Laptop getestet. Ein Bleistift von TurboSquid. Und ihr seht das hier unten, 5x5 Klone. Und ich weiß ganz genau, bei meinem Laptop, bei 100x100 ist einfach Schicht, selbst bei einem Würfel. Da läuft einfach nichts mehr, und ich bin einfach immer höher gegangen, 50x50. Und, ach so, zur Info, das war so ein aktuelles MacBook mit einer, ich weiß nicht, AMD-Grafikkarte, ich weiß gar nicht mal, wie die heißt. Aber auf jeden Fall mobil. Und dann das war jetzt schon der Grenzpunkt gewesen, 100x100, habe ich gedacht, ach komm, push es nochmal richtig. 200x200. Ja, Moment. Und dann habe ich gedacht, oh komm, jetzt gibt es ihn richtig hier. 500x500. Siehst du, da geht's schon los. Ihr macht mit, ich finde das gut. So, und dann habe ich gedacht, so komm, jetzt hier, hau ihn raus. Gib ihn mal richtig hier. Und dann 1000x1000 Stifte, 1 Million Stifte im Viewport. Woo! Da war ich echt überrascht. Das ist einfach mal eine Null mehr von dem, was vorher möglich war. Wirklich cool. Und so sieht das Ganze von oben aus. Hier ein paar Beispiele noch von Kollegen. Oliver Becker, der schreibt unser Handbuch, also unsere Online-Hilfe.
Und dann haben wir hier von Mark Potocznik 22.500 Menschen mit jeweils 18.000 Polygonen. Auch auf meinem Rechner. Das macht 405 Millionen Polygone gleichzeitig. Ja, und hier haben wir das Ganze nochmal animiert. 830 Menschen, 18.000 Polygonen. Also selbst mit animierten Objekten geht das auch. Tim Clapham, auch ein schönes Beispiel. Hier Simon Russell, eine Animation. Das finde ich auch besonders schön. Das Shading ist toll. Einmal vom Close-Up und jetzt einmal vom Weiten. Das ist polygonales Gras. Also nicht mit Haar gefaked, sondern wirklich polygonales Gras. Ich habe keine Daten dazu, aber es sind viele. 8 Trillionen. Sage ich jetzt mal so. Hier eine schöne Animation. Auch hier jeder Grashalm. Man sieht es nur nicht. Nein, aber die Bäume, das sind alles Multi-Instanzen und alles in Physical Renderer gerendert. Der Sound darf ruhig etwas lauter vom Laptop. Ja, und da kommen wir schon zu den Pro-Render-Erweiterungen. Und da wir das ja dynamisch handeln hier, gebe ich jetzt mal direkt ab an Jonas. Viel Spaß. Genau. Ja, hallo. Pro-Render kam letztes Jahr in Cinema 4D rein und wir haben euch ja letztes Jahr schon versprochen, dass wir da noch ein bisschen was nachlegen. Und hier sind die Sachen, die wir nachgelegt haben. Das erste ist Out-of-Core-Texture-Streaming. So, wozu kann ich das gebrauchen? Das Problem mit GPU-Rendering ist, dass der Speicher begrenzt ist. Und alles, was mit dem Rendering zu tun hat, muss irgendwie in den Speicher passen. Und das ist nicht nur die Geometrie der Szene selbst und die Texturen, sondern das ist eben auch das Rendering. Und so ja, kann man den Speicher relativ schnell voll machen. Allerdings gibt es die Möglichkeit, die Texturen von außerhalb wieder rein streamen zu lassen, dass die nicht im GPU-Speicher selber drin sein müssen. Und so kann ich einfach deutlich größere Szenen rendern oder vor allem Szenen, die einfach sehr texture-heavy sind. Also das ist eine wirklich coole Geschichte. In den allgemeinen Pro-Render-Einstellungen kann ich das aktivieren. Dann haben wir Motion Blur. Auch eine sehr schöne Geschichte. Zwei Arten von Motion Blur. Einmal linearen Motion Blur. Das ist das, was wir hier sehen. Das ist sehr gut geeignet für ja, Animationen von Position, Rotation, Skalierung. Aber was damit nicht klappt, ist ja, Deformation von Objekten. Das heißt, wenn ich jetzt einen Character habe, wie zum Beispiel den hier, dann würde das nicht funktionieren. Dafür haben wir aber Zwischenbildbewegungsunschärfe. Und da gibt es auch eigentlich einen ganz coolen Trick, weil ihr kennt es ja vielleicht von unseren anderen Rendern, wenn man da Zwischenbildbewegungsunschärfe anmacht, hier in dem Fall steht sie jetzt auf 16-fach, dann bedeutet das Renderzeit mal 16. Aber das Coole an ProRender ist ja, dass es ein Path Tracer ist. Und das heißt, der schießt eine bestimmte Anzahl an Strahlen in die Szene, um eine gewisse Qualität zu erreichen. Das heißt, wenn ich jetzt das Ganze auf 16-fach stelle, am Ende werden die Bilder ja, also die ganzen Subframes, wieder gemerged zu einem Bild. Dann habe ich auch das 16-fache an Strahlen. Das brauche ich aber vielleicht gar nicht. Das heißt, ich kann einfach von den Strahleniterationen, deutlich runtergehen, eigentlich hier um Faktor 16. Und dann habe ich eigentlich genau das Rauschen, was ich am Ende haben will. Und die Renderzeit erhöht sich nur minimal. Ich kriege gerade noch eine Durchsage. Cool. Der Hubschrauber LYHJB steht in der Warneinnahme, soll bitte weggeflogen werden. War der besser jetzt? Der kam ganz spontan. Ja, da kommt noch, das kommt noch. Ich wärme mich gerade auf. Ja. Subsurface Scattering. Auch sehr schön. Braucht man eigentlich in fast jedem Objekt, wenn man es richtig schön rendern will. Und wir haben einen neuen Subsurface Scattering Shader geschrieben, extra für ProRender. Das ist das Interface. Ihr seht, das ist schön aufgeräumt. Und hier seht ihr nochmal, was man damit so machen kann. Also hier das Leuchten, das ihr hier hinter dem Ohr seht. Gerade bei einer Beleuchtung von hinten ist es halt ziemlich gut zu sehen. Das ist ohne, das ist mit. Ja, da sieht man schon, dass da einfach ein bisschen mehr Leben in dem Ganzen drin ist. Auch hier bei so Plastikgeschichten, da ist auch immer ganz viel Subsurface Scattering drin. Und bei so transluzenten Materialien. Hier eben die Himbeeren und da hinten auch dieser Pudding. Das ist alles mit Subsurface Scattering. Dann haben wir jetzt Multipasses in ProRender, auch sehr wichtig. Die könnt ihr einfach in einer neuen Sektion, die Multipasses heißt, in den ProRender-Einstellungen aktivieren. Und eben auch gezielt anti-aliasen oder eben nicht, je nachdem, wo das Sinn macht für euch.
Und jetzt haben wir hier mal das finale Bild und ich zeige euch hier mal schnell die Passes, die wir haben. Wir haben direkte Beleuchtung, indirekte Beleuchtung. Emission sieht man jetzt hier gar nicht so gut, aber hier ist dieser kleine rote Punkt, also der Nupsi oben auf der Kamera, dieser Knopf. Umgebung, wir haben aber auch Weltkoordinaten, Texturkoordinaten, Geometrienormalen, Shadingnormalen, alles, was man noch so fürs Compositing gebrauchen kann. Objekt-IDs, Material-IDs sind auch sehr schön. Tiefenkanal natürlich und wir können auch Objektgruppen-IDs generieren, von denen, also bei denen wir direkt die Farbe vom Kanal sozusagen definieren können. Bist du gerade zurückgegangen? Nee, ne? Ich bin aus Versehen zurückgegangen. Ja. Okay. Ich habe gedacht, du merkst es nicht. Okay. Außerdem wird der physikalische Himmel jetzt unterstützt, der MoGraph Farbe-Shader. Das heißt, wir können jetzt auch wirklich MoGraph-Animationen, die sich auf Shading auswirken, wirklich mit ProRender rendern. Wir haben separate Strahltiefen für diffuse, matte, Brechungs- und Schattenstrahlen. Damit kann man einfach auch noch ein bisschen Renderzeit sparen. Multi-Instanzen werden unterstützt. Das ist auch sehr schön. Also Multi-Instanzen funktionieren auch echt schnell in ProRender. Wir haben einen Schattenfänger und alle 2D-Noises werden jetzt wirklich nativ unterstützt. Die werden jetzt nicht mehr gebacken. Ihr könnt die einfach benutzen. Ohne dass sie gebacken werden, wird einfach gerendert. Dann haben wir hier noch ein paar Beispiele. Artwork gerendert mit ProRender. Und da seht ihr, dass da einfach ganz schöne Sachen dabei sind. Und alle von Jan Ge. Ja. Das finde ich sehr schön. Ja, wirklich sehr schöne Renderings. Das hier mag ich besonders, weil es bei dem wirklich so ist, dass ich das, ich habe es jetzt inzwischen wahrscheinlich schon 50 Mal gesehen und mir fällt aber immer wieder irgendwas auf, was ich vorher nicht gesehen habe. Und da sind einige neue Features von der R20 drin. Da können wir aber später nochmal drauf kommen. Jetzt machen wir erstmal weiter mit Node-basierten Materialien. Mach du ruhig, das machst du so schön. Ja, nimm den okay, nächsten dann. Gut. Also ich mache das mit den Node-basierten Materialien so schön, deswegen ich höre dir auch so gern zu einfach, das, ja, ist das so gut. Meditierend. Das ist gut. Wir machen weiter. Wer von euch hat denn schon mal ein Node-basiertes System benutzt? Irgendwas, sei es jetzt Compositing oder Materialien mit Substance oder irgendwie sowas. Nochmal kurz, alle Hände hoch. Also nicht alle, sondern nur die, die es... Okay, gut. Also, Node-basierte Materialien, generell Node-basierte Systeme sind einfach extrem flexibel und extrem mächtig. Und deswegen ist es so schön, dass wir jetzt auch in Cinema 4D ein Node-basiertes Material haben. Die voll unterstützten Renderer in Cinema 4D sind gerade der Standard und der physikalische Renderer. ProRender kann zwar auch die Node-basierten Materialien berechnen, backt aber alles. Das heißt, manche Effekte sind nicht möglich. Deswegen unterstützen wir offiziell einfach nur Standard und Physical. Ja, was genau sind Nodes? Für die, die es nicht wissen, es sind im Prinzip kleine Bausteine von, ja, Code-Assets und die kann ich über ein grafisches Interface zusammenschalten, ähnlich wie ein Expresso, eigentlich genauso wie ein Expresso. Und dadurch kann ich einfach wirklich wahnsinnig komplexe Materialien erstellen und so ziemlich jeden Parameter steuern, den ich steuern möchte. So, das ist das Interface, unser neuer Node-Editor. Da sehen wir auf der linken Seite so ein paar Sachen, was für Nodes wir zur Auswahl haben, die wir verwenden können, auch die, die wir schon im Szenengrafen haben oder im Materialgrafen, werden unterstützt. In der Mitte, ja, pipe ich das alles zusammen und auf der rechten Seite haben wir den Attribute-Manager. So sieht ein Node aus. Also wir haben hier oben erstmal den Namen natürlich, wir können die umbenennen, wir haben eine Vorschau, die ist auch immer ganz wichtig, damit man sieht, was jeder einzelne Node macht. Auf der linken Seite sind alle Inputs. Die sind auch schön farblich kodiert, je nachdem, was ich da für einen Datentyp eben reingebe. Auf der rechten Seite sind die ganzen Output-Ports. In dem Fall ist es jetzt nur einer, aber das können auch ganz viele sein. Und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, dieses Vorschau-Bildchen an- und auszuschalten, um ein bisschen Platz zu sparen zum Beispiel. Und wir haben einen Solo-Switch, der auch ganz cool ist, weil wenn ich den anmache, dann sehe ich sowohl im Viewport als auch im Rendering direkt, was dieser Node explizit macht. Und Sekunde, ich muss Jonas mal eben ganz subtil eine Nachricht übermitteln. Wir haben noch 35 Minuten. So, das war's. Entschuldige. Ja, habe ich nicht verstanden. ja, der Node-Workflow. Wir holen uns einfach per Drag-and-Drop von der linken Seite hier ein Node raus und connecten den, indem wir einfach einen Output-Port mit einem Input von einem anderen Node verbinden. Wir können die Taste C drücken, dann geht der Nodes-Commander auf. Da kann ich wirklich nach Nodes suchen. In dem Fall suche ich jetzt eben auch einen Gradient. Den kann ich erstellen, entweder indem ich Enter drücke oder indem ich den auch über Drag and Drop in die Szene ziehe.
Und was auch sehr schön ist, einfach um ein bisschen Zeit zu sparen, ich kann Notes auch direkt auf einen Port drauflegen und dann wird er automatisch schon connected. Das ist als Workflow so ganz cool. Ich kann Bilder aus dem Windows Explorer oder aus dem Finder in macOS einfach reinziehen und der erstellt automatisch ein Node dafür, den kann ich dann wieder connecten. Und ihr seht jetzt schon hier ein bisschen die Power von einem Node-basierten System. Ich kann eine Node in mehrere andere Nodes reinpipen. Und wenn ich diesen einen Node verändere, dann ändert sich eben alles, was da dran hängt. Was wir hier gerade sehen, sind Converter-Nodes. Und Converter-Nodes sind Nodes, die ich auf eine bestehende Verbindung draufziehen kann. Und dann bleibt eben auch danach die Verbindung erhalten. Und ich kann die auch löschen und die Verbindung wird wiederhergestellt zwischen den ursprünglichen Nodes. Und eine Sache, die wirklich auch sehr schön ist, ist, dass die Suche kontextsensitiv ist. Wenn ich jetzt, wie in dem Fall, ein neues Node erstellen möchte, der direkt ein Luca-Noise ist, dann kann ich einfach Luca eingeben und wenn ich Enter drücke, erstellt er mir ein neues Node und stellt ihn aber direkt auf Luca. Und das funktioniert mit anderen Sachen auch, zum Beispiel mit den ganzen Mathe-Nodes, wenn ich jetzt was multiplizieren will oder so, kann ich auch einfach Multiply eingeben und dann macht er das. Genau, ich kann Verbindungen muten, anschalten, ich kann auch in dem ganzen Node-Fenster nach Nodes suchen, da macht es natürlich Sinn, wenn man die gut benennt, dass man auch alles wiederfindet. Genau, und als nächstes kommt das Gruppieren von Nodes, beziehungsweise jetzt erstmal, wie man ein bisschen Platz sparen kann. Da haben wir hier oben diese drei Icons, dass eben nicht alle Node-Ports angezeigt werden, sondern eben nur die, die verbunden sind oder gar keiner. Und wenn ich noch weiterhin Platz sparen möchte oder irgendwas sinnvoll gruppieren möchte, dann selektiere ich einfach mehrere Nodes und sage, ich möchte die gruppieren und dann entsteht daraus ein Node. Das Schöne ist, der wird erstmal auch kenntlich gemacht, dadurch, dass der nochmal so ein Pfeil-Icon neben dem Solo-Switch hat, das hier. Und wenn ich da drauf drücke, dann komme ich in diese Node-Gruppe rein. Und da seht ihr jetzt das Node-Setup, das ich gruppiert habe. Auf der linken Seite seht ihr die ganzen Input-Ports von dem Node und auf der rechten Seite die ganzen Output-Ports. Und das Coole ist, dass ich jetzt eben hergehen kann und kann hier ganz einfach über das Ziehen von Verbindungen neue Ports definieren. Und ich kann die auch direkt in der Liste umbenennen und kann so eben relativ komplexe Interfaces dann schon erstellen. Und wenn ich jetzt zurückgehe, sehen wir, dass wir hier diese ganzen Inputs, die ich angelegt habe, direkt nach oben vererbt haben sozusagen. Was ich jetzt hier gerade gemacht habe, ist, ich habe das Ganze als Startnode gemacht, darauf komme ich später nochmal. Das bringt im Prinzip die ganzen Parameter von diesem Node an die Materialoberfläche, sodass ich nicht direkt in den Node reingehen muss. Darauf komme ich später gleich nochmal. So, was ist jetzt, wenn ich irgendwie ja, ein bisschen fortgeschrittener meine Benutzerdaten anlegen möchte? Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei dem Schwellwert erstmal einen Prozentwert haben möchte und einen Slider, dann gibt es hier die Möglichkeit im Resource Editor, der auch neu ist, das Ganze einzustellen. Also ihr seht, das ist im Prinzip wie der Benutzerdatenmanager, den wir vorher hatten, nur einfach komplett auf Steroiden. Da kann man wirklich alles machen, wirklich alles, was mit Interfaces zu tun hat. Also auch sprachbasiert, man kann mehrere Sprachen anlegen und so weiter und die werden eben dann automatisch erkannt, je nachdem, welche Sprache von Cinema 4D ich offen habe. Genau, und jetzt kann ich hierher gehen und kann eben sagen, ich möchte hier erstmal in der Data-Sektion die Einheit auf Prozent stellen, dann habe ich jetzt hier schon mal einen Prozentwert und unter UI kann ich das Ganze auf Slider stellen, dann habe ich schon meinen Slider. Also es geht total easy und ich kann da wirklich cooles Zeug machen. Ich kann auch Parameter zum Beispiel ein- oder ausblenden, je nachdem, ob ich jetzt eine bestimmte Checkbox an- oder ausgemacht habe. Sowas geht auch. Ja, hier kommen wir zu einem Teil, der ist relativ komplex, ich schneide den deshalb nur an, das Erstellen von Assets. So, was sind Assets? Assets sind im Prinzip alle Nodes, die wir in Cinema 4D haben. Und was wir machen können mit dem Node-basierten Materialsystem ist, wir können Node-Gruppen in Assets umwandeln. Und das bedeutet zum einen, also wir sehen hier in der Mitte diesen Asset-Speichern-Dialog, ich kann natürlich einen Namen vergeben, ich kann eine Versionierung vergeben, also Versionierung ist komplett unterstützt. Ich kann hier Kategorien anlegen und je nachdem, welche Kategorie ich wähle, sehe ich, wenn ich das Ganze zu einem Asset gemacht habe, dass mein Asset, das ich erstellt habe, auch in dieser ganzen Liste von Nodes, die verfügbar sind, eben erscheint. Und das ist deshalb cool, wenn ich jetzt eine Firma habe und einer kennt sich gut mit Nodes aus, dann kann der ganz krasse Node-Setups bauen und kann die aber mit den ganzen Kollegen teilen
Und die können die dann wieder importieren. Das funktioniert ganz einfach. Ich kann Assets mit anderen teilen. Die werden einfach als ZIP-Archive auf der Festplatte gespeichert. Ja, und dann kann ich sie eben wieder importieren. Und das kann ich eben auch automatisiert vom Server aus zum Beispiel machen. Also da haben wir uns wirklich was dabei gedacht und das ist ziemlich cool. So, jetzt gibt es ja viele Leute, die sagen, yeah, Node-Based Material System, ich wollte es schon immer haben, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, wie man es benutzt. Das ist eine Frage. Ja, okay, gut. Wir machen das einfach so, ich bin ja Gitarrist und Gitarristen mögen es laut. Wir drehen einfach unser Volume hoch. Ja, wenn es zu laut wird, dann sagt Bescheid, wenn ihr einen Hörsturz habt, dann stehen Krankenwagen auch draußen bereit. Ja, ist besser, oder? Ich glaube, die haben es schon verstanden, so ein bisschen. Ihr müsst Nodes nicht anfassen, das ist das Gute. Außer wenn ihr es wollt. Und jetzt komme ich auf diesen Startnode zurück, den ich vorhin angesprochen habe. Ich kann jeden Node in dem Node-Editor zu einem Startnode machen. Dann bekommt er so eine grüne Outline, damit das eben gezeigt wird, dass er ein Startnode ist. Und was wir jetzt hier sehen, ist, dass dieses Interface, was wir hier haben, also Farbe, Schwellwert, die ganzen Farben, ja, die ganzen anderen Farben, die ich einstellen kann, die werden jetzt hier drüben als Interface eben dargestellt. Das heißt, jemand, der dieses Material, dieses Asset verwenden möchte, der muss jetzt nicht mehr wirklich in das Node-Setup eintauchen, um irgendwas zu verändern, sondern der kann das direkt hier in dem Interface machen. Das heißt, ich kann unter der Haube sehr komplexe Sachen machen und im Interface kann ich das aber sehr benutzerfreundlich eben anlegen. Nochmal zum Verständnis, wenn ein Node-Setup als Startnode definiert ist, dann ist es so, wenn das Material unten im Materialmanager auftaucht und ich dann doppelklicke, komme ich nicht direkt in die Nodes rein, sondern habe nur die Übersicht für die einzelnen Dinge, die ich ändern will. Und dann kann ich sagen, Edit Node, und dann geht der erst wieder rein. Das heißt, sobald das als Start definiert ist, Doppelklick und ich habe nicht das Node-Setup, sondern die einfache Seite, wo ich alles einstellen kann. Ja. So, hier ist der leichte Weg. Man kann ein neues Material erstellen und das nennt sich Übermaterial. Und das ist im Prinzip ein Nachbau von unserem vorherigen Material. Also die alten Materialien gibt es natürlich immer noch. Aber wir wollen das mit den Node-basierten Materialien natürlich auch dem User einfach machen. Und deswegen haben wir dieses Material, was wir vorher eben auch hatten, so einfach wie möglich eben nachgebaut. Unter der Haube ist es komplett Node-basiert und dieses komplette Interface ist eben mit dem Resource-Editor angelegt. Ja, und so kann man das eben schön einfach haben. Und hier sieht man jetzt nochmal ein bisschen die Power. Wir haben nämlich auch Node-basierte Material-Presets. Und ich habe mir hier mal das Autolack-Material rausgepickt. Und da seht ihr auf der linken Seite, da gibt es nur ganz wenig Kanäle. Es gibt hier den Base-Kanal, das ist der, den ihr jetzt hier seht, da kann man die Farbe einstellen und auch die Roughness von der Spiegelung. Hier habe ich alles, was ich zum Thema Flakes einstellen möchte oder können muss. Und dann habe ich hier noch den Klarlack, der oben drüber ist. Und mehr habe ich in dem Material gar nicht. Ja? Und das kann ich halt selber anlegen. Ich könnte jetzt auch hier reingehen und sagen, ja, wenn ich jetzt in dem Material auch noch irgendwie so Micro-Scratches oder sowas drin haben möchte, dann lege ich mir das eben in dem Material an, baue mir das Interface dazu, speichere mir es ab unter einer neuen Version. Und dann habe ich das hier in dem Material mit drin. Also eine ziemlich coole Geschichte. So, hier sind ein paar Beispiele für Node-Setups. Hier sieht man nochmal die Power. Wir haben einen Input, das ist das Bild hier drüben. Und daraus machen wir so einen Pop-Art-Shader. Also wir machen das Bild mal 4. Und jedes einzelne Bild wird vom Kontrast her extrem angezogen und eingefärbt. Und wenn ich jetzt einfach nur das Bild an einer Stelle austausche, ändert sich halt alles andere auch. Das kann ich mit einem Node-basierten Materialsystem super machen. Ja, funktioniert in unserem anderen Materialsystem nicht so schnell. So, dann haben wir hier einen Wireframe-Shader, aber wirklich komplett auf Shading-Basis. Und das Schöne dabei ist, ich kann wirklich jeden Parameter mit anderen Nodes steuern. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel die Farbe direkt über eine Noise gesteuert. Ich habe auch die Dicke von den Linien über eine Noise nochmal zusätzlich gesteuert. Ich kann alles mit jedem Node steuern. Videokassetten-Shader. Kennen wir also alle. Die Videokassetten selber, das sind Bitmaps, aber die komplette Verteilung und die Generierung der Displacement Map, das ist alles rein prozedural. Videokassetten-Shader werden ja auch immer gebraucht. Immer. Ja. Immer. Wir haben neulich erst wieder. Ja, ja. Habe ich den gebraucht. Ja. Man kann auch Bilder so modifizieren, dass sie einfach komplett anders aussehen. Hier hat zum Beispiel einer unserer Programmierer mal so einen Painting-Shader gebaut. Also
Der Input ist ein ganz normales Bild. Ja, und das hat er mit dem nodenbasierten Materialsystem draus gemacht. Hier habe ich mal einen CMYK-Shader gebaut. Und es ist auch ziemlich easy. Und also ich steuere im Prinzip die Größe der Punkte über das Licht. Das geht auch. Ich kann also auch wirklich non-photorealistic Rendering-Geschichten damit sehr schön machen. Hier zum Beispiel eher so ein Sketch-Material, aber es ist alles Shading-Basis. Es ist kein 2D-Effekt, der im Nachhinein draufgelegt ist, sondern das ist wirklich alles auf Shading-Basis. Hier ist mal so ein klassisches Beispiel. Und hier, das ist jetzt auch das Letzte, was ich euch zum node-basierten Materialsystem zeigen möchte. Das Ding finde ich wirklich hammergeil. Ich spiele das mal ab und danach zeige ich euch, wie die Szene dazu aussieht. So, also wir haben hier schön diese ganzen Räume, in die kann ich reingucken, es gibt Parallaxe und so weiter. Das ist die Szene. Ich verarsche euch gerade wirklich nicht. Alles, was ihr da seht, diese ganze Parallaxe, dieses ganze Interior-Zeug, das ist alles mit node-basierten Materialien gemacht. Also mit einem. Hier nochmal finaler Shot. Das wäre eigentlich jetzt mal so ein Moment gewesen, ne? Ja. So, wir müssen weitermachen. Ja, danke Jonas. Wir haben einen neuen Cut-Importer und der ist wirklich super. Der ist komplett überarbeitet. Unterstützt folgende Formate hier. Und Leute, die mit Cut-Daten zu tun haben, die werden auf die Knie gehen davor, weil da einfach die Arbeit so dermaßen erleichtert wird. Das ist einfach toll. Ja, genau. Ja, wer von euch hat denn viel mit Cut-Daten zu tun? Ja. Und ich kriege gerne Applaus für Sachen, die ich gar nicht programmiert habe. Ja. Also Daten, die Cut-Datei einladen, das kann dann manchmal dauern. Aber man hat halt ganz viele Möglichkeiten, die Sachen, wie man sie importieren möchte. Zum Beispiel über Instances. Wenn ich zum Beispiel eine Schraube in einer Szene habe, die tausendmal vorkommt, dann lädt Cinema 4D, wenn ich das möchte, nicht die Schraube tausendmal irgendwo hin, sondern nur eine Schraube und instanziert sie. Das heißt, wenn ich irgendwas an der einen Schraube ändere, dann ändert sich das auch an allen anderen Schrauben. Wir haben zum Beispiel eine Tessellation, da kommen gleich auch noch ein paar Slides zu, wo wir das noch ein bisschen besser sehen. Aber hier kann man ganz gut den Workflow sehen und wie schön aufgeräumt das ist. Und die Daten werden alle von Cinema 4D für euch aufbereitet. Und hier kann man sehen, hier habe ich verschiedene Möglichkeiten. Allgemeine Einstellungen, optionale Einstellungen und Modifikation und Tessellation ganz unten. Und hier habe ich zum Beispiel die Möglichkeiten zu handeln, wie die normalen behandelt werden sollen. Ob über Farbe sortiert werden soll, Ebenen und Materialien. Und hier haben wir einfach mal einen Test gemacht, hier eine Datei reingeladen und da sieht man, Objektanzahl ist hier bei diesem Objekt 3643. Ja, das ist eine Sache, die ist ja in der Produktion mit Cut-Daten relativ wichtig. Wenn, also das hatte ich oft, ich komme ja auch aus der Industrievisualisierung, bevor ich bei Maxon angefangen habe, war es einfach so, man hat sich einen Cut-File reingeladen und ja, dann hatte das irgendwie 100.000 Objekte und der Großteil davon waren einfach leere Nullobjekte oder leere Polygonobjekte oder sowas. Es war die Hölle. Man und, ist erstmal einen Tag. Wenn ich das jetzt hier überhaupt so sagen darf, ich habe gekotzt und zwar jedes Mal. Aber hier kann man eben die Hierarchie optimieren und alles wirklich so einstellen, dass man am Ende auch wenig Objekte hat und dass alles am Ende auch wirklich schnell läuft. Und also, das ist ganz hervorragend. Ja, also von den, ich gehe nochmal eben hier zurück, von den 3600 Objekten. Da haben wir sie. Wenn wir hier Hierarchie optimieren anklicken, dann bekommen wir schon nur noch 2301 Objekte. Immer noch viel, aber wir haben noch mehr Möglichkeiten. Über Topologie zusammenfassen, 1793 Objekte. Über Farbe, 79 Objekte. Über Ebenen, 2. Ja, also, waren halt nur 2 angelegt. Ihr habt da wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten. Das ist einfach eine Arbeitserleichterung. Ich komme jetzt nicht aus der Industrie, aber ich habe einmal einen Bagger importiert, eine Cut-Datei, und musste den Bagger animieren. Und da musste ich ja Objekte zusammenführen. Ich habe einen ganzen Tag dran gesessen, nur diese ganze Objekthierarchie zu optimieren, zusammenzufassen, da wirst du wahnsinnig. Das ist noch wenig. Das ist noch wenig, glaube ich. Ja, hier Cut-Import über Tessellation. Hier ist die originale Tessellation. Und dann kann ich das hier einstellen auf eine homogene Tessellation.
Und hier seht ihr auch den Größenbereich, größenbasierte Tessellation. Dann kann man hier, hat man diese Regler hier und die Farbe definiert dann den Bereich. Und in den Programmvoreinstellungen könnt ihr schon sehr viel definieren, voreinstellen, wie das importiert werden soll. Ja, und hier sind einfach mal 2, 3 Beispiele von Daten, die wir dann in Cinema reingelegt haben. Und Glenn Johnson hat sie dann aufbereitet und gerendert für uns. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wirklich eine unglaubliche Arbeitserleichterung für Leute, die viel mit CAD-Daten zu tun haben. Ich denke, allein dafür lohnt sich schon das Update. Und jetzt wird es richtig interessant. Wir haben einen Release mit der R20, wo Sachen wirklich ineinander greifen, wo das eine Feature mit dem anderen funktioniert oder dem anderen Feature hilft. Das werden wir später auch noch sehen bei den Fields und bei den Volumes. Was man mit dem Node-basierten Materialsystem auch machen kann, ist Folgendes. Bevel kennt ihr, ein Bevel. Alle Sachen sehen natürlich immer besser aus, wenn die Kanten eine leichte Abrundung haben. Jetzt kann man reingehen, das selber beveln, man kann den Bevel Deformer nehmen oder man macht einfach ein kleines Setup von 3 Nodes, dann hat man ein Shader-basiertes Beveling. Da muss ich gar nichts mehr anfassen. Oh. Ja, wir lernen das noch. Ah, Moment. Ich habe nochmal zurückgeklickt. Pass auf, das ist jetzt ohne den Bevel-Shader und das jetzt mit. Danke, Jörg. Gut. Die Felder. Ja, die Felder. Ein sehr schönes Feld. Und zwar ersetzen wir mit Release 20 alles, was mit Falloffs zu tun hat. Komplett mit Feldern. Also ihr seht, überall, wo wir so einen Abnahmetab haben, gibt es jetzt nicht mehr einen Falloff, eine Abnahme, die wir einstellen können, sondern wir können die Falloffs miteinander layern. Das sehen wir hier schon. Wir haben hier ein Würfelfeld und ein Linearfeld. Und wir haben im Prinzip ein ebenenbasiertes System wie in Photoshop. Das heißt, ich baue mir Layer übereinander, ich kann die Ebenenmodi mischen, ich kann definieren, ob ein Feld nur auf die ganzen Transformationsdaten Zugriff hat oder auf die Farbe und ich kann auch die Deckkraft ändern. Ich habe wirklich sehr viele Möglichkeiten und das macht das Ganze wirklich saumäßig flexibel. Und das hier sind alle Felder, die ich zur Verfügung habe. Wir haben einmal auf der linken Seite Feldobjekte. Die sind deshalb cool, weil sie jetzt auch als extra Objekte im Objektmanager kommen. Das heißt, ich kann die Koordinaten und alles kann ich ganz einfach animieren. Auch so, dass ich es halt im Viewport wirklich sehe. So im Vergleich zu den vorherigen Falloffs. Wir haben Feldebenen, die brauchen im Prinzip ein anderes Objekt sozusagen, um davon ausgehend was zu generieren. Zum Beispiel was mit Vertex Maps oder mit Partikeln. Und wir haben Modifikatorebenen. Die sind im Prinzip genau das gleiche wie eine Einstellungsebene in Photoshop. Das heißt, ich kann Werte remappen und das ist wirklich auch super mächtig. So, hier sind die Feldobjekte nochmal als separate Objekte zu sehen. So sehen die aus. Und jetzt zeigen wir hier mal ein kleines Video, weil Videos einfach schön sind. Und es ist am Anfang wirklich schwer zu verstehen, warum Fields, also Felder, so toll sind. Als wir mit der Alpha-Version gestartet haben, haben wir gedacht, okay, ersetzt einen Falloff, sind einzelne Objekte, sind animierbar. Was ist daran jetzt so toll? Das muss wachsen und dann irgendwann begreift man, dass das eins der dicksten Features ist, die wir jemals in Cinema 4D reingebracht haben und Sachen möglich sind, die vorher schlichtweg unmöglich waren. Ja, so was wir jetzt hier sehen, das sind eben 4 Felder, die sind alle in einem Plane-Effektor. Das heißt, wir haben jetzt hier einen einzigen Plane-Effektor und machen den ganzen Rest, sowohl die Einfärbung als auch zu definieren, wo der Effekt stattfindet, rein über die Felder. Und hier bin ich mal in so einem Feld drin, das heißt, wir haben hier die Remapping-Optionen, auch mit einem schönen visuellen Element, wo wir das eben anschauen können. Wir können das Ganze auf Step stellen, das sieht zum Beispiel cool mit animierten Noises aus. Wir können auch die Farbe remappen, das heißt, wir können direkt im Falloff schon die Farbe definieren von den MoGraph-Klonen. Das ist auch echt cool. Und dann haben wir hier noch einen Random-Effektor. Und was wir zum Beispiel auch machen können, ist, wir können ein Feld, dadurch, dass es ja in mehreren, dass es ein separates Objekt ist, können wir das in mehreren Effektoren gleichzeitig verwenden. Und was ich jetzt hier gesteuert habe, ist eben gleichzeitig ein Plane-Effektor und ein Random-Effektor. Wachstumseffekte. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's richtig cool. Wir können jetzt Wachstumseffekte machen. Wir können sogar die Ausrichtung von Klonen steuern, hier über den Target-Effektor. In dem Fall zeigen jetzt alle Pfeile nicht auf einen Punkt im 3D-Raum, sondern wirklich auf den
nächsten Punkt auf einem Spline, von, also aus Sicht der, der Klone selbst. Wir haben natürlich auch Falloffs in Deformatoren. Das heißt, über die Fields werden im Prinzip jetzt alle Deformatoren im Prinzip auch zu MoGraph-Effektoren. Wir können Vertex-Maps steuern. Das bedeutet, Fields sind nicht nur Falloffs, die einfach mega geil sind, sondern wir haben auch leicht zu benutzende Vertex-Map-Tools jetzt. Mit Vertex-Maps kann ich so ziemlich alles machen. Das sind ja Wichtungsmaps auf Punktbasis und damit kann ich so ziemlich jeden Effekt maskieren, auch in Materialien dann oder in Cloth oder wo auch immer. Hier, das sieht man jetzt gerade nicht so gut, da ist der Kontrast jetzt nicht hoch genug. Vielleicht kann das Licht nochmal ein bisschen Modeling-Tool gedimmt werden, bitte. Als Modeling-Tool. Ich verschiebe hier diese Fields und steuere damit eine Polygonselektion. Und die Polygonselektion ist in einen Bevel-Deformer reingelinkt. Und hier ist wirklich das Beste. Alles funktioniert gleichzeitig. Das heißt, hier habe ich jetzt ein Setup mit MoGraph, mit Deformer, mit Vertex Map, mit Polygon-Selektion und Point-Selektion und ich nehme ein Field, schiebe das da durch und alles kann drauf reagieren. Also und das waren jetzt noch nicht alle. Volumes auch, ja, genau. Dynamics. Und man hat hier gerade gesehen, 5 Objekte und 5 Effekte gleichzeitig mit einem einzigen Field. Und da geht es dann so langsam los, wo man überlegt, ah, okay, was damit möglich ist, weil vorher hatte jedes Objekt seinen eigenen Falloff und der war nicht animierbar, also man konnte ihn einstellen und das war's. Und gerade bei den Vertex-Map-Tools wird es jetzt richtig abgefahren, weil die Vertex-Map hat auch Felder und das kann ich da aktivieren, einfach das Häkchen setzen und dann haben wir hier das Einfrieren-Tag, dass wenn dann in der Vertex-Map vorher was reingemalt war, das Einfrieren-Tag speichert diese Information, was ich gemalt habe, kann ich aber jederzeit ausschalten, damit diese Information nicht verloren geht. Und dann kann ich das Einfrieren-Feld kann ich auf Wachsen stellen. Und dann passiert Folgendes. Hier ist jetzt ein Noise integriert und dieses Noise ist von der Fläche abgezogen und damit, weil das Einfrieren auf Grow steht, auf Wachsen steht, wächst das Feld, dass die Vertex-Map wächst und steuert dann wieder die Klone. Jetzt habe ich das Noise zusätzlich noch animiert. Das heißt, die Vertex-Map wächst, verschwindet aber wieder, weil das Noise sich über die Zeit ändert. Und hier sieht man wieder den Effekt an den Klonen, wie die Klone über die Vertex-Map, die über das Einfrieren wächst, gesteuert werden. Unglaublich. Ja. Es ist wirklich unglaublich toll, was damit möglich ist, wie zum Beispiel dieser Effekt hier, Klone irgendwo erscheinen lassen. Oder hier eine Wet-Map. Wenn das Wasser zurückgeht, sieht das aus, als ob der Sand noch nass ist und dann sinkt es erst ein. Und da geht es dann wirklich los, wo man anfängt zu denken, ach Mensch, das ist möglich, das ist möglich. Und dann merkt man erst die Power von den Fields. Hier, oder von Günther, dieser Effekt. Ja, auch wieder Vertex Map, diesmal halt in Cloth. Ja. Und parametrische Selektion kann man damit auch machen. Eine Polygonselektion, der ich dann ein anderes Material zuweise, ist immer statisch. Jetzt kann ich die Polygonselektion aber einem Field zuweisen, und wenn ich dann das Field bewege, verändert sich auch die Polygonselektion mit dem neuen Material. Da sind Sachen möglich, die sind wirklich abgefahren. Parametrisches Modeling, wir haben es eben schon gesehen. Ich möchte nochmal bitten, vielleicht können wir das Licht ein bisschen von der Leinwand ein bisschen dimmen, dass das besser zu sehen ist, weil der Kontrast nicht so stark ist. Hier kann man es ja schön sehen, dass hier ein Bevel-Deformer benutzt wird. Und durch das Field kann ich steuern, wo gebevelt wird. Und das ist im Prinzip parametrisches Modeling. Ich kann die Punkte an diesem Griff steuern und kann sagen, hier die Punkte, da die Punkte oder hier in diesem Fall, wenn es sichtbar ist, random, dass die Punkte willkürlich erscheinen. Ich habe unglaublich viele Möglichkeiten und das Ganze bleibt prozedural. Es ist also nie fest. Kantenselektion mit Linearfeld gesteuert. Ich bin mir selber nicht sicher, wie sinnvoll das ist, aber es geht. Ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen Motion Graphics Effekt, der damit ganz cool möglich ist. Genauso wie hier mit den Punktselektionen. Man kann ja auch mit Punkte bevelen. Und da kann man wirklich cooles Zeug machen. Also vor allem, wenn man das dann noch in Verbindung mit Fracturing verwendet. Geht wirklich gutes Zeug. Die Möglichkeiten sind wirklich endlos. Und man muss echt auf abgefahrenen Kram kommen. Hier zum Beispiel hat Jonas gebastelt. Der hat den Baum gefilmt, dann hat er das in den Motion Tracker gepackt. Motion Tracker hat eine Scene Reconstruction gemacht, hat also den Baum rekonstruiert, die Geometrie. Und dann hat Jonas über eine Vertex Map
die Klone hier auf der Oberfläche wachsen lassen. Das ist der gleiche Effekt, den ihr vorhin gesehen habt, wo die Vertex Map, das Einfrierenfeld, auf Wachsen gestellt ist. Und dann habt ihr so einen Effekt hier. Ja, aber eben nicht nur das Klonwachstum hier, sondern eben auch ein anderes Material, was sich da aufzieht mit dieser leuchtenden Kante und so. Das ist eben alles über eine Vertex Map gesteuert. Hier ein schöner Effekt von Christian Wolf. Können wir den Sound vom Computer bitte lauter haben? Ja, Möglichkeiten sind wirklich nahezu unbegrenzt. Und damit kommen wir zum... Ja. Und damit kommen wir zum Volume Modeling. Das ist mein persönlicher Favorit. Das hat mir letzt wirklich unwahrscheinlich geholfen, als ich für einen bekannten Schmuck designt habe, der gedruckt werden sollte. Volume Meshing ist basierend auf OpenVDB, aber jetzt nicht, um in Cinema 4D jetzt Wolken zu rendern. Rendering ist nicht möglich. Wir benutzen es als neue Modeling-Möglichkeit. Und überlegt mal, das Gewinde da in diesem Metallobjekt, versucht das mal polygonal zu modellieren. Da wird man wahnsinnig. Hier sind das, ich würde mal sagen, wenn man schnell ist, 5 Sekunden, 10 Sekunden, die Objekte ineinander packen und der Volume-Builder, der versteht wirklich alles. Der nimmt Splines, der nimmt einen Kloner mit Objekten drin, mit parametrischen Objekten, mit Polygonobjekten. Hair kann verwendet werden, wenn ich Hair beim Generator auf Splines stelle, dann kann wieder der Volume-Builder das lesen. Partikel. Deformer. Ich kann ein Objekt mit einem Deformer benutzen und das Tolle ist, dadurch, dass der alles frisst, bleibt alles prozedural bis zum Schluss. Wenn der Kunde sagt, hier noch eine Änderung, geh einfach rein, verschieb irgendwas, nichts ist fest. Es kann alles parametrisch bleiben. Und damit sind Sachen möglich, die sind wirklich unglaublich toll. Hier ist es auch wieder wie bei den Fields, layerbasiert wie in Photoshop. Sachen wirken aufeinander in der Hierarchie und hier ist zum Beispiel ein Glättenfilter, die Objekte sind da drunter, dann wirkt der Glättenfilter auf die Objekte, die da drunter sind. Packe ich den Glättenfilter unter die Helix, wird die Helix davon nicht beeinflusst. Und hier haben wir ein schönes Video, da hat Jonas eine Flaschen, also die Flasche selbst ist auch OpenVDB, aber hier sehen wir den Flaschenkopf, den Schraubverschluss und den modelliert er hier jetzt einfach mal mit den OpenVDBs, mit dem Volume Builder. Hier seht ihr, das ist voxelbasiert, das heißt am Anfang erstellt der Volume Builder diese Voxel und die kann ich dann verkleinern. Kleinere Zahl bedeutet kleinere Voxel, mehr oder höhere Auflösung. Und dann habe ich Möglichkeiten hier Objekte reinzuschmeißen, voneinander abzuziehen, hinzuzufügen, die verschmilzen miteinander. Und dann haben wir das jetzt mal alles ein bisschen beschleunigt hier. Und da könnt ihr sehen, Jonas schmeißt jetzt hier ein Objekt rein, zieht es ab, schmeißt das nächste Objekt rein, fügt es hinzu. Die Punkte, die Kreise, die ihr gerade gesehen habt, oder die Kugeln, das ist ein Spline gewesen. Da muss man dann die Unterteilung höher machen, damit der Spline rund ist. Und hier zieht er jetzt wieder das Gewinde ab. Hier kommt wieder ein Spline an den Rand für die Schweißnaht. Da wird dann noch ein neues draufgepackt, damit die Schweißnaht auch wirklich so ein bisschen grisselig aussieht. Also unglaublich tolle Möglichkeiten. Und das ganze Ding, wenn es am Ende fertig ist, kommt in den Volume Mesher und der zieht euch dann eine Haut darüber und dann habt ihr ein Polygonobjekt. Aber nur, wenn ihr das umwandelt. Wenn ihr es nicht umwandelt, bleibt es prozedural bis zum Schluss. Und ich kann jederzeit jede kleinste Stelle in diesem Objekt ändern. Und das jetzt auch wieder, nur um euch das nochmal klar zu machen, wie viel Power dahinter steckt, das von Hand zu modellieren. Das ist eine tierische Arbeit mit den ganzen Kurven, mit den Unterschneidungen, mit dem Gewinde, mit dem Volume Builder überhaupt kein Thema. Schmeißt die Objekte einfach rein, zupft die hin und her, das eine wird von dem anderen abgezogen und ihr bekommt so ein Objekt. Noises versteht der Volume Builder und kann Noises meshen, animierte Noises meshen. Und da kommen die Fields wieder zum Tragen. Oder solche Effekte wie hier. Tropfen an einer Dose. Hier wieder ein animiertes Noise. Ja, Wachstumseffekt. Wieder mit Fields erstellt und dann mit Volumes gemasht. Red du ruhig weiter. Ja. Ja, dann haben wir hier noch dieses Volume Mesh Command, was auch sehr schön ist. Damit kann ich einfach mehrere Objekte über Volumes zusammenbringen, also verbinden. Wenn ich da jetzt mal so ein schnelles Character Mockup zum Beispiel machen möchte, hier in dem Fall den Zentauren,
einfach den Oberkörper von einem Menschen nehmen, den Body von einem Pferd und die irgendwie so halb ineinander stecken, dann einmal Volume Mesh und dann passt schon. Das ist wirklich richtig, richtig einfach und cool. Ich kann, auch wenn wir keine Volumes rendern können, also keine Wolken in dem Sinne, können wir aber natürlich VDB-Dateien, die ihr im Internet findet, öffnen und ihr könnt auch VDB-Dateien exportieren, um sie dann woanders zu rendern zum Beispiel. Ja, und jetzt wird es interessant. Ich habe gesagt, das ist ein Release, wo eins in das andere greift. Felder und Volumes gehen natürlich auch. Und dann kann ich zum Beispiel solche Sachen machen. Aus einem Cube Noise adden oder halt rausziehen. Und ich kann definieren, wie tief das Noise in diesen Würfel reingeht. Ich kann damit Strukturen erzeugen über die Noises, weil mir die komplette Noise-Palette zur Verfügung steht, wie hier. Das sieht aus wie so eine Tropfsteinhöhle. Auch das von Hand zu modellieren ist wirklich unwahrscheinlich viel Arbeit. Und hier sind es ein paar Klicks. Auch Noise. Und hier sind jetzt ein paar Beispiele von Objekten, die bei uns in der Beta-Competition erstellt wurden von unseren Beta-Testern. Und auch hier kann man sich vorstellen, das von Hand zu modellieren, da sitzt man einige Zeit bei. Also gerade die Stelle hier oben. Gerade die Ornamente da oben, genau. Völlig und, wahnsinnig. Oder hier, der, keine Ahnung, was ist das? Ich bin ja automäßig nicht so versiert. Ich würde sagen, es ist vom Auto. Das ist der Gerät. Ist das? Auf jeden Fall, dieses schöne Ding sieht auf jeden Fall aus wie aus einem Guss. Das ist halt das Schöne. Dass man damit Objekte erzeugen kann, die echt aussehen, als wären sie aus einem Guss. Ja. Und wenn ich sonst Objekte ineinander stecke, habe ich natürlich diese harten Kanten. Und hier kann ich das über einen Smooth-Filter noch definieren. Wie weich soll denn der Übergang sein? Das sieht wirklich aus, als wäre es gegossen oder miteinander verschmolzen. Weiß jemand, was das ist? Ein Vergaser, siehst du. Ja, wieder was gelernt. Und hier, Jan Gill wieder, hat uns diese Flasche erstellt. Und auch diese Flasche ist bis zum Schluss prozedural. Und ihr seht hier, er kann einfach mit Objekten, die er da reinsteckt und abzieht von der Flasche, ganz viele verschiedene Formen erstellen. Ja, und schau dich mal die Hierarchie an. Das sind alles rein prozedurale Objekte. Und ja, die sind eben hier in dem Volume-Builder drin und am Ende werden sie gemeshed. Und es geht einfach wahnsinnig schnell. Und hier wieder ein paar schöne Beispiele von VDB-Objekten. Das hier mag ich auch besonders gerne. Sieht auch wieder aus wie aus einem Guss. Unwahrscheinlich schön. Hier wieder was Animiertes. Also die Möglichkeiten, die ihr mit Fields, den Noises und VDB bekommt, die sind einfach wahnsinnig. Das ist wirklich unglaublich. Da sind Sachen einfach möglich, die hat man vorher so noch nicht gesehen. Und dann habe ich einfach mal Kugeln genommen, habe Kugeln einfach, hier eine Kugel, da eine Kugel, da eine Kugel und habe die so in Menschenform gestackt. Habe dann das Ganze zu Mixamo von Adobe geschickt und habe mir eine Animation von einer tanzenden Figur geholt, habe die wieder zurück in Cinema 4D importiert, die Animation, und dann einfach die Jungs gedoppelt und in Volume-Bilder geschmissen, damit die miteinander verschmelzen, und da ist Folgendes bei rausgekommen. Die haben Spaß. Haben damit sogar einen Contest gewonnen. Ja, man kann wirklich abgefahrenen Kram damit machen. Und das Tolle ist, wir dürfen den ganzen Tag damit rumspielen und werden dafür noch bezahlt. Ja, ist wirklich toll. Ja, wie ihr merkt, viele Bilder sind von Jan Gill. Der kommt aus China. Ich habe bis jetzt nur ein Bild von ihm gesehen. Ich habe ihn selbst persönlich noch nicht getroffen. Wir zweifeln daran, dass es nur ein Mensch ist. Wahrscheinlich sind es 34. Weil der einen Output hat, das ist unglaublich. Der ist Lehrer und dann kommt ständig, jeden Tag kommt er mit dem Rendering um die Ecke. Und ich frage mich, Familie, schlafen, alles überbewertet. Braucht man nicht. Unglaublich. Und hier noch schöne Beispiele von Ike Sponsor. Und ja, und vieles mehr. Jetzt sind noch so ein paar Brotkrumen übrig. Aber wie ihr das von Maxon gewohnt seid, da auch selbst da. Die Präsentation hätte jetzt auch 2 oder 3 Stunden gehen können. Hätten wir locker ausfüllen können. Wir haben einfach mal die Kleinigkeiten hier aufgeführt. Da sind wirklich auch noch viele Sachen mit bei, die, wo der eine oder andere sagt, oh, wie geil, das kann ich gut gebrauchen. Ja, es sind eigentlich gar nicht so kleine Kleinigkeiten, weil wir hatten einfach durch unsere großen Features dieses Jahr ein Problem, das alles in eine Stunde zu packen. Deswegen musste einfach so viel von dem eigentlich wirklich coolen Zeug in dieses und vieles mehr rein. Zum Beispiel die Motion-Tracker-Verbesserungen.
Wir haben nochmal ordentlich am Workflow im Motion Tracker gearbeitet und das funktioniert jetzt wirklich alles richtig schön smooth, so wie man es einfach erwarten würde. Der Workflow ist einfach grundlegend überarbeitet und ist jetzt einfach, ein Segen. Ja, wir haben hier zum Beispiel die neue Benutzer-Tracks-Liste. Da können wir jetzt schon direkt erstmal die ganzen Tracks umbenennen und so weiter. Wir können die in Ordnern organisieren. Wir können die Größe vom Tracker selber und vom Suchfeld direkt hier in der Liste einstellen. Wir können auch das Color-Filtering direkt hier in der Liste sehen. Wir können einzelne Tracks verriegeln oder eben nicht. Und wir können auch einzelne Tracks hier zur Kreisform machen oder nicht. Automatisiertes Keyframe mit virtuellen Keyframes ist auch wirklich cool. Wir müssen jetzt allerdings hier ein bisschen schneller durch. Hier ist noch ein Beispiel, was ich gemacht habe. Der Workflow war wieder ähnlich wie bei dem Baum vorhin. Ich habe es einfach gefilmt. Den Tracker rein. Scene Reconstruction, also völlig automatisch generiertes Mesh. Hier habe ich ein bisschen nachmodelliert, animiert und fertig. Ja, der Jonas ist ein Fuchs. Was für ein Fuchs. Ja, dann haben wir hier an Bildmanager senden. Das war letztes Jahr ein Befehl, der nur mit ProRender funktioniert hat. Jetzt funktioniert er mit allen Renderern. Wir haben einen neuen Gradient, also einen neuen Farbverlauf. Und der ist jetzt darauf optimiert, dass ich wirklich viele Knoten, also Farbknotenpunkte habe. Ich kann jetzt mehrere Knoten gleichzeitig selektieren, aufskalieren, zuskalieren. Ich kann die Interpolation von einzelnen Knoten steuern. Also das heißt, der ganz linke Knoten, der kann jetzt zum Beispiel keine Interpolation haben. Der nächste hat dann linear und der nächste hat wieder eine Smooth Interpolation. Dann haben wir ein paar Updates zum Color Chooser gemacht. Die hier mag ich besonders, dass wenn die Farbe hier eingeklappt ist, dass ich dann trotzdem hier den Color Picker habe. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Neue Alembic Features. Das ist eigentlich auch ein großes Ding, weil Alembic wirklich ein super mächtiges Austauschformat ist. Und was wir jetzt in Release 20 machen können, ist zum Beispiel Time Remapping über Alembic. Und das ist eine extrem spannende Geschichte, weil ich jetzt komplette Szenen eben über Time Tracks auch remappen kann. Das ging vorher nicht, weil das Dynamics-System ein anderes Zeitverhalten sozusagen hat. Aber wenn ich es über Alembic cache, dann kann ich die komplette Szene, wie hier jetzt, das Auto ist Keyframe-Animation und die zerbröckelnde Wand ist eben eine gebackene Simulation, kann ich jetzt mit einem Time Track remappen. Ja, wir haben eine neue Konsole für alle, die ein bisschen programmieren. Dann haben wir am Modeling Core auch noch ein bisschen weiter gearbeitet, um Sachen wieder auf die neue Technologie zu holen. Wir arbeiten ja gerade an einem neuen Core, jetzt schon seit längerer Zeit. Und ja, sehr schön ist zum Beispiel die Erhaltung von Punktattributen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Geometrie extrudiere oder innen extrudiere, dann hat es mir immer so ein bisschen die Vertex Maps zerschossen, wenn welche drauf waren. Und jetzt funktioniert es aber alles wunderbar. Das hat auch eben damit zu tun, dass wir das Ganze jetzt auf die neue Technologie geholt haben. Und standardmäßig ist es jetzt so eingestellt, wenn ich Polygone lösche, sind die Punkte auch weg. Ah. Das kann ich aber umstellen. Ich kann das alte Verhalten aber auch wieder einstellen, wenn ihr das wollt. Aber ich glaube, so ist besser. Ja, und ihr seht, hier sind einfach noch mehr Sachen, noch viel mehr coole Sachen. Also wir haben natürlich wieder den Content Browser erweitert und so weiter. Es ist einfach wahnsinnig viel. So. Wir müssen abgeben. Damit schließen wir. Warte, die R20 ist wirklich vollgepackt mit unglaublich tollen Features. Und ich kann euch nur ans Herz legen, wer es noch nicht probiert hat, holt euch die Demo, wir sehen, spielt ein bisschen rum. Es macht wirklich viel Spaß mit den neuen Features. Ganz tolle Sachen dabei, unsere Programmierer haben wirklich tolle Arbeit geleistet. Und vor allem auch für heute zum ersten Mal Maxon Supermeet in diesem riesen Gebäude, in diesem wunderschönen Gebäude, über 2 Tage. Wir haben jetzt den Start hingelegt und jetzt möchten wir, dass ihr viel Spaß habt und rockt das Haus. Viel Spaß auf dem Supermeet. Dankeschön.